Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Gotik. Ich bin die Zockerbraut und wir befinden uns hier im Sumpflager vor dem Tempelgebäude. Ja, in der letzten Folge haben wir Kapitel 3 erreicht. Ja, wir sind jetzt im Kapitel 3, hip hip hurra. Allerdings haben wir es mit einem Preis bezahlt. Und zwar ganz offensichtlich und anscheinend, und da kann nicht das Aufnahmeprogramm was dafür, gar nicht, das ist das Spiel selbst. Durch die Mod sind die Filmsequenzen ja deformiert. man kann die Filme nicht so schauen, wie wir hier jetzt gerade die Grafik sehen. Ich habe jetzt alles Mögliche versucht, verschiedene Grafikeinstellungen etc. heller, dunkler, was weiß ich alles zu schalten. Es bleibt immer dasselbe, also das Video ist, ja, so wie es ist. Worum geht es jetzt eigentlich? Was haben wir vor? Was sollen wir machen? Was ist passiert? Man hat es nicht so gut erkennen können, glaube ich. Und zwar, Iberion hat den Schläfer gerufen. Der Schläfer ist jetzt aufgewacht und ist jetzt quasi, ja, über uns, unter uns, wie man es auch sehen möchte. Wer oder was ein Schläfer ist, das weiß hier kaum einer so genau. Ich schon, aber ich verrat's nicht. Jedenfalls gab es eine Vision. Also jeder hier von uns mit oder ohne Sumpfkraut-Indus hat jetzt eine Vision gesehen. Und zwar, wie der Schläfer erwacht ist. Da gab es da hinten so ein riesengroßes Blitzgedöns und Feuer ist da durch uns durchgehuscht und hat ganz alles mysteriös und toll ausgeschaut. Und Iberion hat eine Vision gesehen, also wir alle. Und zwar führt uns die Vision zu den Orks. Ganz recht, zu den Orks. Hier gibt es ein paar verstreute Hanseln, die, ja, die werden wir nach und nach einen Besuch abstatten. Und durch die Vision ist Iberion zusammengebrochen. Wir haben keine Ahnung, wie es ihm geht. Wir werden auch gleich nachfragen gehen. Aber auf jeden Fall ist die gesamte Bruderschaft entsetzt. Wir hoffen natürlich, dass Iberion das Ganze überlebt und übersteht, aber keiner weiß jetzt recht, wie es weitergeht. Und Khor Angar hat jetzt einfach mal, um die Masse zu beruhigen, gesagt, ja, definitiv führt der Weg uns zu den Orks und die Novizen haben alle Panik bekommen, weil keiner von den Novizen wäre ansatzweise stark genug, um gegen einen Ork zu bestehen. Somit hat Khor Angar schon mal vorweggenommen, dass das auf keinen Fall die Novizen betreffen wird. Die Templer sind jetzt an der Reihe, sie werden kämpfen, sie werden sich das Ganze anschauen und nicht weit vom Sumpflager entfernt gibt es eine Stelle, da gibt es bereits die ersten Orks. Und diese Stelle soll erkundet werden. Iberion? Frauen sitzen da schön ruhig und gemütlich, als ob nichts passiert wäre. Keiner da, der ihn pflegt. Hä, wo haben sie ihn hingebracht? Nicht da. Hm, haben sie nicht hier reingeschleppt? Keine Ahnung. Gut. Gut. Moment, ich schaue noch mal ganz kurz. Ah, da liegt Iberion. Ich habe gedacht, die haben ihn weggetragen. Iberion? 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 Der rührt sich nicht mehr. Khor Angar? Wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen.
Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Ja, dann trag ihn doch mal rein und leg ihn ins Bett. Der holt sich hier noch einen Schnupfen. Unfassbar. Ich mache mich sofort auf den Weg. Was springt für mich dabei raus? Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Danke. Wo ist der Orkfriedhof? Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Okay. Kreis der Tempel aufgenommen, brauchen wir nicht wissen. Das. Aber er scheint noch zu atmen, also ganz gestorben ist er noch nicht. Der arme Iberion, das ist ein Tata, hat ihn Folterschlag getroffen. Und Kor Kalom natürlich gleich freundlich, ne? nicht mal ein Wimpernzug, gar nichts, kein Entsetzen, nichts. Ja, was ist jetzt, Alter, ne? Alter, du bist so ein Unsympath. Dir von da runterschubsen, dass du das Genick brichst. Wir sehen uns. Ja, Klappe zu. Ich mache jetzt trotzdem Tag. Es ist viel zu dunkel. Der arme Iberion. Was für eine Tragödie. Aber den hat ja schon öfter der Schlag getroffen, sozusagen. Das ist doch nur ein Schwächeanfall. So, ja. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ja. In so einem Holzbett schlafen ist besser. Da ist keiner, du brauchst keinen zufächern. Kann ich mich hinsetzen? Nein. Kann sie mir zufächern? Nee, keine Zeit für solche Spielereien. Oder? Naja. Das könnt ihr ja versuchen. Wenn ihr euch das Spiel kauft. Die Mod ist so gesehen schön und gut, aber für die Videosequenzen eine absolute Katastrophe. Das gefällt mir gar nicht. Wenn alle Videosequenzen so sind, dann fürchte ich, bin ich mir nicht sicher, ob ich dann, wenn wir Gothic 2 angehen, ob ich da überhaupt die Mod drauf tun soll. Ja. Hey Talas. Lass uns mal lieber über was anderes reden. Hör auf zu cheaten. Kor Anga schickt mich. Kor Anga schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Orkfriedhof bringen, damit ich dort Baal Lukor und seine Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit. Das passiert mir nicht nochmal. Wie hat er das geschafft? Ich meine, die kriegen das nicht mal mit, wenn wir da vorbeihatschen, ne? Da musst du schon direkt dort reingehen zu denen. Komischer Kauz. Ja, und wieder hatschen wir darauf. Ich habe euch ja versprochen, dass wir noch einiges an Laufmeilen zusammenkriegen. Hey, ihr zwei, ich nehme euch gleich mit. Oh, es regnet. Ob das ein schlechtes Omen ist? Wir werden es erleben. Ja.
so regnen. Ich werde hier ganz nass. Tü-lü-lü. Am jedenfalls am Ende des Spiels werden wir alles besucht haben. Also wirklich jeden Winkel in diesem Gefängnis hier haben wir dann besucht. Also wir kommen wirklich überall hin. Nichts bleibt von uns verschont. Ah, da drüben? Auch hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, denn ich bin nicht lebensmüde. Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Balukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. Die werden doch wohl hoffentlich ein paar Orks dezimiert haben, dass wir jetzt nicht die ganze Meute auf uns kriegen, ne? Gut. Auf jeden Fall speichern. Also das wird jetzt interessant. Ach, Menno, ich hätte so gern schon zwei Handwäffchen. Was ist denn das? Was ist denn Titte? Oh, wie hießen die Viecher? Hießen die nicht Beiß oder so? Und da hinten krallt schon ein Ork herum. Hießen die Beißer? Alter, wie ich mich noch erinnern kann. Oh, kommt der Ork schon. Und die gehen. Alter. Okay. Ich muss die einzeln anlocken. Ich darf auf keinen Fall jetzt ungeduldig sein. Moment, ich werde mich jetzt mal ein bisschen zurecht rücken hier, dass ich da mein volles Potenzial hier ausschöpfen kann. Okay, schön einzeln bullen. Ah, wenn das Viech nur schneller laufen würde, das braucht ja 20 Jahre. Aber wir machen gut Schaden. Ein guter Job. Wenn wir Glück haben, vielleicht. Ich probiere es noch. Vielleicht. Ah, jetzt ist er weit genug weg. Jetzt krieg er es nicht mit. Schneller, schneller, schneller. Komm her, Beißer. Komm, gib hier. Komm her. Hier, komm. Mach hin. Hier, plapp. Komm, du auch. Patsch. Passt. Sehr gut. Ja, grummel nur herum. Boah. Oh. Die geben Krallen, Zähne und Fleisch. Nicht schlecht. Wo ist der vierte? Da. Gut. Mal schnell schlucken. Okay. Okay, wir schaffen den Ork. Der ist kein Problem für uns. Wir werden uns jetzt nur schnell was zu essen gönnen. Mal einen leckeren Eintopf. Eine Keule. Noch eine Keule. Noch zwei Keulen. Na, rein damit. Brot vielleicht. Und eine Waldbeere. Hätte noch was Platz. Nehmen wir Schmarrn noch mit. So, passt. Im Magen kommt sowieso alles zusammen. Also, beschwert euch nicht. So. Wenigstens bullt man die leicht. Also, die sehen uns wirklich schon von der Weiden. Du sollst kämpfen. Ein bisschen backt es herum mit der Mod. Oh, 200 gibt er. Das backt ein bisschen viel herum. Das gefällt mir nicht. Essen wir noch drei Schinken. Boah, das ist ein Drum. Keulen noch essen. Ich habe euch ja gesagt, wir werden die Vorräte alle noch verjausen. Das mit Blocken gefällt mir nicht. Weil diese Fähigkeit muss jetzt sitzen. Die brauchen wir hier ganz, ganz dringend. Sonst machen die Orks aus uns, ja, einen Aufschnitt.
Aufstieg, so. Blocken. Ach, du bist Phoenix, echt. Was meine ich damit? Das spinnt total. Boah, der haut rein. Soll ich nochmal laden? Das taugt mir gar nichts. Naja, wenigstens wird es ja spannend, ne? So. Wieder speichern. Scheinbar hat der Druck nicht alle Orks umnieten können. Jetzt hab ich gerade unten ist ein zweiter, Alter. Blocken! Nein, das haut nicht hin. Aber schon besser. Aber das gefällt mir nicht. Das Blocken haut nicht so gut hin. So. Soll ich da? Ich werde dann dritten anlegen. Und zwar, weil wir jeden einzelnen Ork abspeichern. Dann kann ich beim Zweierspielstand eine ganze Folge dann quasi machen. Ja, der spinnt herum. So spinnen. Ach, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Das nervt ein bisschen, muss ich sagen. Wahrscheinlich geht's nicht immer. Wenn der mich pariert, wahrscheinlich, bin ich so eine Art Paralyse oder so. Jetzt hat er nicht anvisiert. Ist gut so. Brauchst du nicht. Scheiß doch drauf. Wofür denn? Jetzt habe ich meinen Rhythmus verloren. Jetzt nimmt das wieder nicht. Mann, das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Mod schön und gut, aber wenn dann das Kampfsystem drunter leiden muss, das ist halt echt nicht fair. Ja, komm her, du Zipfelklatscher. Läuft's besser. So muss das ausschauen. Ja, so ist schon besser. Oh je. Da liegt schon einer. Ein Templer. Richtschwert. Oh je. Oh je. Da ist eine Winde und da drin ist zu. Das heißt, Sesam, öffne dich. Puh, huch, was wackelst denn so? Der eine Ork ging jetzt richtig gut. Das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Also ich kann hier laut reden. So. Auf jeden Fall zücken wir.
Auf jeden Fall zücken wir mal unsere Waffe. Ja, das speichere ich auf den Zweier, weil wir jetzt ja hier quasi angelangt sind. Kuckuck. 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 Hallo. Okay, hat nichts mit der Mods zu tun, sondern nur ist nur meine Ungeschicktheit. Okay. Wenn er uns pariert, dann können wir uns nicht verteidigen. Ja, dann sind wir quasi irgendwie so ja, pariert, geblockt. Irgendwie so. Kampfunfähig, so jetzt habe ich es. Mhm. Entschuldigung, habe ich die Mod umsonst beleidigt. Tut mir leid. So. Barabam. Man muss halt immer schön im Takt schlagen und ich bin ja taktlos, also. Ja. Gut. Was haben wir hier?